So Leute, neuer Patch draußen und wir haben auch direkt neue Skins. Ich habe mir schon gedacht, dass wir neue kriegen. Sandhai-Fahrerin. Sieht jetzt nicht besonders aus, muss ich sagen. Sandhai-Angreiferin. Da kann man eigentlich sagen, ohne einen Piloten. Mütze sieht das aus, hier sind aus den 90er, 1900, 1910, 20 in dem Dreh. Dann haben wir noch einen neuen, oder der wurde schon mit dem letzten Update geleakt, Dummy. Falsch abgebogen. Falsch abgebogen. Ah, sieht der eher ein Steuerrad aus. Okay, wir haben jetzt hier zwei neue Skins. Ja, geht. Dann eine Spitzhacke, Schädel, Schläger. Und Crash-Tests. Sieht jetzt nicht so der Hit aus, aber naja, für 300, denke ich mal, kann man sich das ja auch gönnen. Je nachdem, wer sich das gönnen will. Also ich würde mir das nicht holen. Muss ich ehrlich sagen. Okay, für den Heli würde ich schon sagen, aber wenn nicht. Okay, hier sind nochmal die Skins von vor dem Update. Er schafft es niemals. Ja, das war der Shop. Das sind 14 Stunden, also um 2 Uhr beginnt dann das nächste. Also, sagen wir mal so, kommt was Neues rein, irgendwas Neues wahrscheinlich wieder. Die werden wahrscheinlich noch bis, ich denke mal, Freitag drin bleiben, ehe sie dann wieder raus sind. Ja, ich muss sagen, dieses Update war das Beste dieser Season. Also, es wurde voll massig geleakt, ey. Neue Fische sind drin, irgendwie. Ich glaube, irgendwie war das 5-6-fache an Fische sind drin reingekommen. Aber wer weiß, ob die jetzt wirklich schon im Spiel drin sind oder nur in dieser Datei und dann irgendwie jetzt diesen 4 reinkommen. Dann sind halt auch ein paar andere Sachen geleakt worden. Also. Passend zum neuen Ort, neue See, also oder Meeres-Skins. Was noch neues? Pakete sind geleakt worden. Shadow Paket 2, das heißt ein Shadow Striker Paket, kommt auch irgendwann rein. Dann neues V-Bucks Set, wo man Skin bekommt. Diesmal mit 3 Stilen zusammen. Rückenaccessoire. Und
Dann noch ein Paket. Ah ja, das Batman-Paket kommt noch zurück. Also es ist schon ziemlich viel und hier. Ich weiß nicht, ob das schon drin ist. Nee. Also wenn Arsenal gleich weggeht um 15 Uhr, dann müsste dieses neue. Wo haben wir es denn hier? Spritztour verfügbar sein. Das heißt mit Autos. Oh, man sieht es hier gerade nicht. Video angucken. Ah. Boah, das sieht geil aus. Boah, das sieht schon echt nice aus, muss ich sagen. Oh, das sieht nice aus, echt. Also da gibt es auch Herausforderungen zu irgendwie fahr mit dem Auto irgendwie 2500 Meter, dann stoppt sich das hoch auf 10.000, 50.000, 100.000, 250.000. Also kriegt man nur Bonus EP für, je nachdem wie man das angehen will, kann man es ja machen. Also der Trailer jetzt, also das war echt schon nice, muss ich sagen, das war nice. Bin gespannt, wann ob das wirklich um 15 Uhr kommt. Oh mein Gott. Ja, und Shop sieht schon okay aus. Okay, bis auf. Ach, was ist das denn jetzt? Bis auf, ich weiß nicht, Dummy.